das größte Kriegsverbrechen aller Zeiten gefordert hat. Es sind 92.000 Menschen in Hiroshima und Nagasaki sofort getötet worden. Sie sind glücklich zu preisen im Vergleich zu den 120.000, die bis Ende 1945 noch dahin vegetiert haben und im Vergleich zu den Zehntausenden, die in den Folgezeiten erkrankt sind und gestorben sind, bis heute. Die Nachwirkungen sind noch nicht vorbei. Wir sind da, um an die Menschen, an die Opfer zu denken, an dieses Kriegsverbrechen zu erinnern, damit es sich nicht wiederholt. Ich bin hier als Pfarrer, um zu zeigen, dass Vernichtung und Krieg mit dem christlichen Glauben, egal welcher Konfession, unvereinbar ist. Und dass auch jede Kirche, die nicht konsequent sich für den Frieden einsetzt und jede militärische Gewalt ächtet, es nicht verdient, Kirche zu heißen. Ich bin aber auch hier als ein Bürger dieses Landes. Nicht alle Deutschen verkaufen ihre Selbstachtung für das Linsengericht der verlogenen deutsch-amerikanischen Freundschaft. Wir sind hier, um auch deutlich zu machen, wir beugen uns nicht jedem Druck oder jeder öffentlichen Meinung. Wir haben einen eigenen Kopf. Wir können selbst denken und uns informieren und nachforschen, worum es eigentlich geht. Denn wer solche Freunde hat, die hier in unserem Land die Kriege in anderen Ländern vorbereiten und üben, die uns ausspionieren, die ihre eigenen Gefangenen foltern, der, liebe Freunde, braucht keine Feinde mehr. Und deswegen erinnere ich daran, dass wir auch schon damals, 1945, mit dem Abwurf der Atombomben sofort belogen worden sind. Inzwischen steht es zweifelsfrei fest, dass dieser Atombombenabwurf den Krieg nicht verkürzt hat und auch nicht zur Niederlage Japans beigetragen hat. Es ging ausschließlich darum, die Sowjetunion vom Verhandlungstisch fernzuhalten und um zu demonstrieren aller Welt, welche neuen Massenvernichtungswaffen die Weltmacht Nummer 1 nun hat. Und nachdem man die eine Technologie in Hiroshima erprobt hatte, hat man noch eine zweite Technologie in Nagasaki erprobt, sehr zur Begeisterung der verantwortlichen Regierenden in Washington. Und diese Lügen ziehen sich durch, hinein in den Vietnamkrieg bis zum Irakkrieg, wo sogar vor der UNO die ganze Weltöffentlichkeit schamlos belogen worden ist. Immer ist die Wahrheit das erste Opfer, wenn wir im Säbel gerasselt würden. Heute Abend nun verneigen wir uns vor den Opfern, damals in Hiroshima und Nagasaki. Aber nicht nur vor diesen, sondern vor den Opfern aller Kriege und aller Gewaltverbrechen, auch vor den Opfern des Terrorismus. Wir erinnern uns, weil wir das, was damals erlebt wurde, im Gedächtnis behalten wollen und müssen und es weitergeben wollen und müssen an unsere Kinder und Enkelkinder, damit diese tödliche Gefahr für uns alle nicht in Vergessenheit gerät. Und wir verneigen uns vor dem Leid der Opfer, indem wir Kerzen anzünden für sie und für den Frieden. Vielen Dank, Hans Löhr. Gern geschehen. Und stellt's jetzt hin. Ich darf noch mal daran erinnern, dass es hier viel zum Mitnehmen gibt, auch zum Dalassen. Auch. Bedient euch, Kerzen sind auch noch ungefähr 10 oder wie gesagt.
Wer noch eine will, aufstellen. Können Sie denn noch hin? Ich sage, dass man so bis halb vielleicht still stehen bleiben und dann still aufhören. Vorschlag. Muss ausreichen. Kaum gibt mir den jungen Kerl Feier die Hände, die wissen schon, dass er mich aufstellen soll. Gott sei Dank, das Ding aus. Ja, eben, normal tut man tatsächlich ein wenig was drauftrapfen, dann stellt man es drauf, gell? Wir wollen doch das Kunstwerk nicht zerstören. Ja, das kann ich nicht zerstören, habe ich. Ich habe zu sagen. Das kann man nicht zerstören. Das kannst du nicht zerstören, ne? Das heißt, wenn ich draufklopfe und dann draufstehe. Das muss für jetzt aber sprechen. Ne? Ich bin immer.
Nichts mehr? Oder am Schluss Kinder? Also man bediene sich am Schluss Kinder. Das ist